Moin moin, liebe Fans der EW Baskets Oldenburg und willkommen zu einer weiteren Auszeit. Es ist soweit, wir haben die heißeste Phase der Saison erreicht. Die Playoffs sind mittlerweile in vollem Gange und unser Team war am vergangenen Sonntag in Berlin unterwegs. Bei Alba Berlin haben wir leider eine sehr, sehr bittere Niederlage einstecken müssen. Im Nachgang haben wir uns nun mit Robin Smulders unterhalten, ihn zu dem Spiel befragt und eine wichtige Botschaft mit auf den Weg bekommen. Seht selbst. Wir haben sehr gut gespielt. Haben gut mit Albers Aggressivität umgegangen und dann wollten wir selber das Ding sozusagen nach Hause fahren und ruhig spielen und es ein bisschen ausspielen. Ich glaube, das war wahrscheinlich der Fehler. Wir hätten weiterhin attackieren müssen, weiterhin zum Korb. Und dann, ja, als Berlin das dann so ein bisschen gerochen hat, dass wir ein bisschen Angst gekriegt haben, dann haben die nochmal drauf gegangen und dann hat Berlin einfach sehr gut gespielt und das auch sehr gut gemacht. Und wie gesagt, ist natürlich sehr, sehr schade. Hoffentlich können wir morgen dann, anstatt nur 35 Minuten gut zu spielen, die ganzen 40 gut spielen, damit wir das Spiel gewinnen können. Ja, ich habe mich gut gefühlt und auch gut getroffen und sehr, sehr gut agiert, auch defensiv gut gespielt. Leider am Ende einen schlechten Pass gespielt zu Ricky, aber generell bin ich schon sehr zufrieden mit meinem Spiel. Klar kann ich vielleicht die Mannschaft noch mehr helfen, ein bisschen den Druck mitzutragen, sagen wir mal so. Aber es ist schwer und mal sehen, wie es morgen läuft. Morgen wird es wieder ein ganz anderes Spiel sein und mal gucken. Also ist erstmal Alex Rainfall ist unglaublich schnell. Ja, man sieht, sobald er eine kleine Lücke sieht, dann zieht er zum Korb. Nach dem Rebound, dann läuft er allein, ein Fastbreak, er läuft dann alle vorbei. Und dann, wenn er von außen auch noch seine Dreier trifft, dann wird es sehr schwer, ihn zu verteidigen. Aber generell, wir probieren, was wir auch letztes Spiel schon manchmal sehr gut gemacht haben, einfach Präsenz zu zeigen, auch von den großen Leuten, dass wir immer sozusagen vor ihm sind, damit er nicht sozusagen den Weg zum Korb sieht. Das werden wir morgen natürlich jedes Mal probieren zu machen. Ist natürlich nicht so einfach, wie gesagt. Hoffentlich können wir ein bisschen aus dem Spiel rausnehmen. Ja, natürlich haben wir angesprochen, wie wir mit dem Druck umgehen wollen. Das haben wir natürlich schon letzte Woche schon die ganze Zeit gemacht, aber es ist natürlich was ganz anderes, jetzt das wieder erfahren zu haben, genau zu sehen, was die machen und wie die es machen. Da haben wir heute uns darauf konzentriert, wie wir damit umgehen wollen. Genauso ja offensiv. Wie gesagt, den Druck schlagen und dann defensiv haben wir zwar viele Punkte zugelassen, aber wollen wir halt die schnellen Punkte, die Fast-Break-Points, die müssen wir rausnehmen. Wenn man natürlich auch weniger Turnover hat, dann werden die auch weniger einfache Körbe kriegen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt und natürlich kann man in den anderthalb Tagen, die wir jetzt eigentlich hatten, zwei Tage nicht viel ändern und ich glaube, wenn wir, wie gesagt, so spielen wie das letzte Spiel, vielleicht noch etwas härter, noch etwas besser in der Verteidigung, weniger Turnover, dann haben wir sicherlich zu Hause eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Zwei Sekunden, ich drehe mich um, ich schleue das Ding in Richtung Korb, das natürlich reingegangen war, das war natürlich sehr schön und ich glaube, das hat uns nochmal so einen Push gegeben. Danach hat es sehr gut geklappt, generell in der ersten Halbzeit haben wir sehr gute Wurfquoten gehabt, generell über das ganze Spiel gute Wurfquoten und das freut mich natürlich schon. Natürlich sehr schade, dass wir am Ende dann natürlich das Spiel verloren haben, aber diesen Wurf werde ich nicht so schnell vergessen. Wenn die Halle voll ist und die Fans machen Stimmung, dann spielen wir immer gut und dann geben wir alles und hoffentlich wird das morgen genau wie beim Final Four sein, dass die Fans da sind, uns pushen und dass wir dann hoffentlich den wichtigen Sieg einfahren können. Ja, ich bin mir sicher, ihr wisst, was jetzt kommt. Hier sind unsere 5 Fakten zu Alba Berlin. Liebe Baskets-Fans, ihr habt Robin gehört. Ich denke, das Ziel ist klar definiert. Der Sieg morgen in eigener Halle muss her. Und gemeinsam mit eurer Unterstützung schaffen wir das auch. Also zieht euch gelbe Shirts an, kommt um 20.30 Uhr in die große EWE-Arena und gebt alles für die EWE Baskets Oldenburg. Denn gemeinsam gleichen wir diese Serie morgen aus.
Wer noch kein gelbes T-Shirt hat oder mal ein Update benötigt, der kann sich dieses tolle neue Playoff-Shirt morgen für 10 Euro bei unserem Fanartikel-Shop in der großen EWE-Arena kaufen. Also holt es euch und unterstützt damit die EWE Baskets Oldenburg, denn it's Playoffs, baby!